Heute ist der 7. Februar, sind wir kurz vor Spielbeginn. Grün-Weiß Schwerin spielt heute gegen den Tabellenvierten Spandau. Sie haben 21 zu 11 Punkte. Gucken wir bei unseren Damen bei Grün-Weiß, die haben es genau umgekehrt, 11 zu 21 Punkte. Hat aber gereicht im letzten Heimspiel zu einem Unentschieden, wo wir noch gespielt haben gegen Bad Schwartau. Und jetzt sind wir kurz vor Spielbeginn. Und ich glaube, heute wird es wieder ernst für unsere Mädels von Grün-Weiß, weil nur ein Unentschieden oder ein Sieg zählt, wenn man weiter hier in der Regionalliga verbleiben will. Wir melden uns kurz zur Halbzeit nochmal oder zur Halbzeit und nach dem Spiel mit unserem Interview bei den Trainern. Bis gleich hier in der Sporthalle, genannt die Hölle, wenn gleich Grün-Weiß gegen Spandau spielt. Viel Spaß wünscht Ihnen Stefan Schubert. Thank you.
I'm gonna be my